I think it's time to start the first panel. Formen und Praxen radikaler Solidarität. Fangen wir mit dem ersten Panel an. My name is Tauno Saarela and I come from Helsinki. Mein Name ist Tauno Saarela, ich komme aus Helsinki, Finnland. Und ich hoffe, dass wir dieses Panel hier gut über die Bühne bekommen, sozusagen. Small change. Es gibt eine kleine Veränderung. Wir werden die Reihenfolge der Sprecherin ändern. Zunächst hören wir von Jesper Jørgensen. Wenn wir den Beitrag von Jesper hören, wir werden unsere fünf Präsentationen, also fünf Beiträge zunächst hören. Danach wird es einen Kommentar geben und danach können wir dann ins Gespräch kommen und es kann eine Diskussion geben, wenn ihr denn möchtet. Also zunächst der erste Beitrag von Jesper Jørgensen, der The Workers Museum und The Labour Movement's Archives in Kopenhagen in Dänemark arbeitet. In den letzten Jahren war er Teil eines Projektes, das sich mit den dänischen Kommunisten beschäftigte und den internationalen Daten und Akten in den Archiven, in den Kommentararchiven. Er ist Mitherausgeber eines Buches über die Beziehungen zwischen Dänemark und Sowjetrussland und die Rolle der Kommentaren in diesem Zusammenhang. Ich möchte Jesper Jørgensen nun also bitten, seinen Beitrag hier vorzutragen. Radikalisierung der Solidarität, das ist der Titel oder Teil des Titels seines Beitrags. Den seht ihr hier auch oben auf der Folie. Zwischen 1914 und 1919. Jesper Jørgensen wird uns aufklären darüber, was es mit seinem Titel auf sich hat, mit dem Titel seines Beitrags. Danke. Ich danke Ihnen für den begeisterten Empfang und hoffe, dass die Begeisterung nicht meiner Person gilt, sondern der Idee, für die wir kämpfen. Ich werde Ihren Gruß weiterbringen. Kopenhagen ist eine Stadt von großer Bedeutung für die Sozialdemokratie. Hier wurden 1910 der Internationale Kongress und der Kongress der Jugendinternationale abgehalten. Das war zu einer Zeit, als wir alle an die Sozialdemokratie glaubten, auf die Macht und Stärke der Internationale. Auch als der Gewitter vor dem Ausbruch stand, in den letzten Tagen vor dem Ausbruch des Krieges, hofften wir, dass sie imstande war, den Krieg zu verhindern. Unser Herzen glühte vor Freude, als wir von den 50.000 Arbeitern in Berlin hörten, die in Prozess geschlossen durch die Stadt zogen, um gegen den Krieg zu demonstrieren. Und als wir erfuhren, dass die deutsche Sozialdemokratie einen Vertreter nach Frankreich entsendet hatte. Aber die Enttäuschung wurde nur umso größer, als die Heere gegeneinander zogen, als die Proletarier auf Proletarier zu schießen begannen. Those were the words of the International Secretary of the International Federation. Das waren die Worte des internationalen Generalsekretärs des Internationalen Verbands der Sozialistischen Jugendorganisation
und auch als Jugendinternationale bekannt. Sein Name war Willem Willy Münzenberg und die Rede hielt er vor der Kopenhagen Jungsozialisten am 20. Mai 1917. Die Jungsozialisten waren in der Tat von der Rede sehr angetan. Laut ihrem Journal Fremad war der Abend mit Münzenberg spannend und unvergesslich. Die 150-köpfige Versammlung strahlte vor Enthusiasmus und Solidarität und die roten Lieder wurden mit einer Kraft wie nie zuvor gesungen. In anderen Worten, Münzenberg goss Öl in das revolutionäre Feuer, das bereits während des Krieges und der Revolution brannte. Er war zweifellos eine Schlüsselfigur in der Förderung radikaler Solidarität zwischen den Jungsozialisten während des Ersten Weltkrieges. Natürlich ein Prozess, welcher später die internationale sozialistische Bewegung auseinanderreißen würde. Wie viele andere sozialistische Jugendorganisationen folgte 1919 auch die dänische sozialdemokratische Jugendliga Münzenberg in die kommunistische Bewegung. Obwohl, historisch gesehen, war die politische Position der Jugendliga frei und unabhängig. Im Folgenden versuche ich zu erklären, wie das passierte. Die Verwirrung nach dem Ausbruch des Krieges war groß. Die meisten sozialdemokratischen Organisationen und Arbeiterbewegungen schlossen sich der parlamentarischen Waffenstillstandspolitik in ihren jeweiligen Ländern an. Es vergingen mehrere Jahre, bevor die Jungsozialisten sich vom Schock erholt hatten und begannen, ihre Kommunikationslinien der internationalen Solidarität wiederherzustellen. In dem Fall der dänischen Jungsozialisten wurde nahezu die gesamte Führungsriege von etwa 800 von insgesamt 6000 Mitgliedern zu Beginn des Krieges zum Wehrdienst eingezogen, in die sogenannte Sicherheitstruppe. Es gab natürlich gute Gründe, warum die Jugendliga erst Ende November 1914 das Thema diskutierte, eine internationale Konferenz abzuhalten. Es wurde entschieden, dass der Vorsitzende der Jugendliga, Ernst Kristiansen, die norwegischen und schwedischen Jugendorganisationen kontaktieren sollte. Er sollte auch Robert Danneberg in Österreich, dem Sekretär der Jugendinternationalen in der Vorkriegszeit, kontaktieren. Kurz vor Weihnachten konnte Kristiansen dem Exekutivkomitee der Jugendliga mitteilen, dass er nur eine unterkühlte Antwort von Danneberg erhalten hatte, jedoch dafür eine positivere Nachricht aus Norwegen und Schweden. Er hatte die dänische Organisation eingeladen, eine skandinavische Konferenz in Stockholm Ende Dezember abzuhalten. Diese sollte zugleich mit dem Kongress der schwedischen Jugendliga stattfinden. Der dänische Vorsitzende hatte für diese Konferenz eine Antikriegsresolution vorbereitet, die er zuvor an Danneberg geschickt hatte und von ihm abgelehnt wurde. Er war der Meinung, dass es ein falscher Zug von dem Jugendverband wäre, eine Haltung zum Krieg einzunehmen, ohne die Mutterpartei zu konsultieren. Zudem würde es unmöglich sein, sich zu treffen, da die Mitgliedsländer sich bekriegen. Er kündigte jedoch an, dass die Schweizer und italienische Organisationen dabei waren, eine Konferenz in Bern zu organisieren. An der Berner Konferenz im April 1915 nahmen insgesamt 14 Delegierte aus 10 Ländern teil, und zwar aus Deutschland, Polen, Holland, Russland, Bulgarien, Italien, Norwegen, Schweden, Dänemark und der Schweiz. Zudem waren auch 2 Vertreter von der Schweizer Sozialdemokratischen Partei und der Berner Arbeiterbewegung dabei. Die deutschen Delegierten vertraten die Opposition in ihren Organisationen und wurden formal nicht als Delegierte anerkannt. Von den 3 Vertretern aus Russland und Polen war einer ein Menschewike und 2 waren Bolschewiken. Sie alle 3 waren Emigranten. Deshalb hatten die Delegierten aus den neutralen Ländern die stärksten Mandate auf der Konferenz. Die 3 Italiener haben die Schweiz nie erreicht, weil ihnen die Ausreise aus Italien an der Schweizer Grenze verwehrt wurde. Diese aktive italienische Jugendorganisation wurde von der russisch-italienischen Revolutionärin Angelika Balanov vertreten. Sie befand sich bereits in Bern als Vertreterin der russischen Menschewiken zur Internationalen Frauenkonferenz. Sie wurde später die Sekretärin der Internationalen Sozialistischen Kommission, ISC,
die auch als Zimmerwald-Komitee bekannt war. Und diese wurde dann später zu Komintern. Einer der wichtigsten Entscheidungen auf der Konferenz war die Einführung eines jährlichen antimilitärischen Kriegstages. Es wurde vereinbart, das Sekretariat nach Zürich zu verlegen und den deutschen Refraktär Willy Münzenberg von der Schwarzer Jugend zum neuen Generalsekretär zu ernennen. Zudem wurde entschieden, eine Liebknecht-Stiftung zur Finanzierung des Sekretariats zu gründen. Die Konferenz ernannte ein Büro für die Koordinierung zukünftiger Aktivitäten. Das Büro bestand aus Münzenberg, dem dänischen Vorsitzenden, und drei weiteren Mitgliedern aus Norwegen, Italien und Deutschland. Die Berner Konferenz war in der Tat in vieler Hinsicht ein historisches Ereignis. Nicht nur, weil es für die skandinavischen Jungsozialisten das erste Treffen mit Münzenberg war, es war auch Münzenbergs erstes Treffen mit Lenin. Laut den Memoiren von Angelika Balabanov saß Lenin im Café nebenan und versuchte, die Fäden hinter den Kulissen zu ziehen. Ernst Christiansen und Willy Münzenberg entwickelten eine entscheidende Freundschaft während des Krieges, auch wenn sie sich in vielen Punkten nicht einig waren. Münzenberg war der radikalere von beiden. Und Christiansen zufolge war Lenins Einfluss auf Münzenberg groß und wachsend. Dieser Eindruck wurde bestätigt, als er sich mit Lenin in Moskau 1918 traf und Lenin Christiansen sich sofort nach dem Wohlbefinden Münzenbergs während seiner Inhaftierung in der Schweiz erkundigte. Über die nächsten paar Jahre entwickelte das Jugendsekretariat umfangreiche Aktivitäten, insbesondere die Veröffentlichung des Journals Jugend Internationale mit Münzenberg als Chefredakteur. Das Journal umfasste mehrere Artikel von bekannten Kommunisten später, wie zum Beispiel Lenin, Trotzki, Sinowjew, Karl Radek, Karl Liebknecht und andere. Das Journal unterstützte die Taktik der Bolschewiken. 1918 wurde es von den Schweizer Behörden verboten. Jedoch wurde es von Münzenberg in Berlin im Sommer 1919 veröffentlicht und wurde nach dem 4. Kongress der Jugendinternationale im November 1919 als Journal der kommunistischen Jugendinternationale weitergeführt. Während des Krieges gab es auch eine skandinavische Version der Jugendinternationalen. Das Ziel der erfolgreichen Jugendtage, wie auch in der ersten Ausgabe der Jugendinternationale verkündet, war es, starke Beziehungen zwischen den verschiedenen nationalen Jugendorganisationen durch gemeinsame Aktionen zu bilden. Formuliert wie folgt: Die Genossen in Kopenhagen, Christiania, Stockholm, Paris und Berlin sollen wissen, dass zu gleicher Zeit, als sie für den Frieden und den Sozialismus manifestieren, dasselbe getan wird von ihren Freunden in Amsterdam, Wien, Bern, Bukarest, Rom und anderen Städten. Aber es war schwierig und praktisch illegal, in diesen kriegerischen Ländern zu agieren. Die Aktivisten wurden oft in die Armee eingezogen, mit fatalen Folgen. In der ersten Ausgabe der Jugendinternationale schrieb Angelika Balabanov einen epischen Nachruf auf den italienischen Jugendsekretär Amadeo Catanesi. Ihm war die Einreise in die Schweiz verwehrt worden, um an der Berner Konferenz teilzunehmen. Später wurde er an die italienische Nordostfront gesendet, wo er sein Leben verlor für eine Sache, an die er nie glaubte. Es war schwierig, den Kontakt zwischen den Jugendorganisationen aufrechtzuerhalten. Das Zürich-Sekretariat war stark eingeschränkt durch die Schwierigkeiten, die es hatte, Post zu verschicken und in die Länder zu reisen, die sich bekriegten. Das erste Treffen des Büros der Jugendinternationale wurde in Zürich im Februar 1916 abgehalten. Dort wurden diese Probleme diskutiert. Sogar die dänische Jugendorganisation wollte nur ungern einen Vertreter in die Schweiz schicken. Den internen Diskussionen zufolge wäre es sogar auch total außer Frage gewesen, dorthin zu reisen, wenn die Organisation die Reisekosten selbst hätte übernehmen müssen. Letzten Endes nahm der Vorsitzende Ernst Christiansen an der Konferenz teil und traf sich wieder mit Münzenberg und anderen Mitgliedern des Büros. Die Tagesordnung war lang und es gab viel zu diskutieren. Insbesondere bemerkenswert war die frühe Trauer um die tapferen Mitkämpfer
und lieben Jugendfreunde, welche dem kapitalistischen Krieg zum Opfer gefallen waren. Diese Märtyrern kommt eine zentrale Rolle bei der Schaffung einer starken transnationalen Jugendgemeinschaft zu. Mützenberg reiste nicht viel durch Europa in den ersten Kriegsjahren. Erst im Mai 1917 besuchte er Skandinavien zum ersten Mal. In Stockholm leitete er das zweite Treffen des Büros. Kein anderer Teilnehmer aus Kontinentaleuropa nahm teil. Die Österreicher, Holländer, Italiener machten alle mehrere Ausreden. Auf der anderen Seite jedoch waren neben den skandinavischen Vertretern auch ein Vertreter aus dem nun bald unabhängigen Finnland dabei, ein lokaler Russe und finnische Kameraden nahmen als Gäste teil. Mützenberg legte Rechenschaft über die Arbeit des Sekretariats und berichtete über den Fortschritt der Organisation. Zudem sprach er kurz über seine Teilnahme an der Zimmerwald-Konferenz im September 1915 und an der zweiten Konferenz der ISC in Kiental im April 1916. Auf seinem Rückweg von Stockholm reiste Mützenberg via Kopenhagen zusammen mit zwei dänischen Vertretern, Ernst Christiansen und Siegfried Hellberg, dem Chefredakteur des Journals Fremad. Dort wurde er, wie bereits zu Anfangs ausgeführt, mit großer Begeisterung empfangen. In seiner Rede vor der dänischen Jugend betonte Mützenberg auf der einen Seite die revolutionären Strömungen aus St. Petersburg nach der russischen Februarrevolution, welche Hoffnung auf Frieden und auf den Sieg des Sozialismus brachten. Zudem würdigte er insbesondere den italienischen und deutschen Kameraden, die gefallen waren. Diese hatten sich mutig gegen die gewaltsamen Repressionen und Gefängnisstrafen zur Wehr gesetzt. Der Schrecken des Krieges und die Antikriegsdemonstrationen machten die Mitglieder der sozialistischen Jugendorganisationen immer radikaler. Rhetorisch kam dies zur Geltung durch die wortreichen Beschreibungen der sozialistischen Jugendorganisationen als eine notwendige Alternative zu der bürgerlichen Gesellschaft. Diese Aussagen wurden oft als direkte oder indirekte Kritik an die Mutterparteien formuliert, welche die Regierungen in ihren Ländern unterstützen. Was die Finger in die Wunde legte im Hinblick auf diesen Radikalisierungs- und Polarisierungsprozess, war natürlich die russische Oktoberrevolution, welche endgültig die Arbeiterbewegung spalten würde. Die jungen Menschen wurden gezwungen, sich für eine Seite zu entscheiden. Viele von ihnen entschieden sich für die revolutionäre Seite zusammen mit ihren Freunden in der internationalen sozialistischen Jugendbewegung. Diese Entwicklung war formell gekennzeichnet von der Entscheidung der Mehrheit der Mitgliederorganisationen auf dem 4. Kongress der Jugendinternationale im November 1919, der Komintern beizutreten und eine kommunistische Jugendinternationale zu schaffen. Aber diese Entscheidung war nicht leicht. Insbesondere die dänischen Jungsozialisten fühlten sich in eine schwierige Position. Ein wichtiger Faktor, um die Radikalisierung der dänischen sozialistischen Jugend während des Krieges zu verstehen, ist die Bedeutung transnationaler Netzwerke. Neben der starken und freundlichen Beziehung, welche zum Mützenberg in Zürich aufgebaut wurde, arbeiteten die Dänen eng zusammen mit den norwegischen und schwedischen Schwesternverbänden. Die Skandinavier vertraten sich gegenseitig auf ihren Kongressen. Es gab bilaterale Treffen zwischen Norwegen und Schweden und zwischen Schweden und Dänemark, und es wurden insgesamt 6 skandinavische Konferenzen abgehalten. Die Krönung war der Große Kongress 1919. Auf der anderen Seite wurde die dänische Jugendliga während des Krieges mit der ESC assoziiert, also der Internationalen Sozialistischen Kommission. Das führte zu ernsthaften Streitereien mit der dänischen Sozialdemokratischen Partei, denn diese war absolut gegen die Zimmerwald-Bewegung. Im September 1917 war die dänische Jugendliga auf der Zimmerwald-Konferenz vertreten, die 3. Konferenz in Stockholm, und das zum ersten Mal. Ebenfalls war die ESC auf der skandinavischen Jugendkonferenz vertreten, zum Beispiel Ende April 1917 in Kopenhagen.
Auf dieser Konferenz haben auch Zed Höglandt und Balabanov teilgenommen. Es schien so, als würde Balabanov die vertrauliche Kontaktperson der ISC für die Dänen sein. Sie schrieb unentwegt Briefe eher privater Natur an die Führungsregie. Im Dezember 1917 schickte sie Siegfried Hellbeck auf eine Mission nach Großbritannien, um Kontakte zu englischen Kriegsgegnern in der unabhängigen Labour Party zu knüpfen und auch natürlich zu russischen Emigranten in London. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die transnationalen Kontakte der dänischen sozialdemokratischen Jugendliga in Skandinavien, in der Jugendinternationalen von Willy Münzenberg und in der Zimmerwaldbewegung von Angelika Balabanov die Jugendliga ständig gedrängt hat, eine radikalere, revolutionäre Haltung einzunehmen. Zweitens verstärkten diese Beziehungen die Differenzen mit der Mutterpartei und erhöhten die Polarisierung innerhalb der Organisation. Radikale Solidarität mit ausländischen Revolutionären erwies sich nicht als dauerhaftes Phänomen in der dänischen Arbeiterbewegung. Zudem konzentrierte sich die Radikalisierung hauptsächlich in Kopenhagen. Viele Mitglieder der Jugendorganisation außerhalb der Hauptstadt traten nach der Spaltung mit der Mutterpartei aus. Innerhalb weniger Jahre hatte die Jugendorganisation die Mehrheit ihrer Mitglieder verloren und der Durchbruch der kommunistischen Partei ließ noch bis zur Wirtschaftskrise 1932 auf sich warten. Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass die dänische sozialdemokratische Jugendliga und die Jugendinternationale zur kommunistischen Bewegung beigetragen haben, und zwar mit führenden Kadern während der folgenden Jahre. Später verließen jedoch viele Mitglieder die Jugendliga. In Dänemark wurde die Führung der sozialistischen Jugend der neuen kommunistischen Führung untergestellt. Viele jedoch brachen mit der kommunistischen Bewegung Ende der 20er und schlossen sich wieder der Sozialdemokratischen Partei an. Und Ende der 1930er hatte auch der große und radikale Organisator der Jugendinternationale, Willy Münzenberg, während und nach dem Ersten Weltkrieg aufgegeben und brach mit Stalins Art des sowjetischen Sozialismus. Thank you, Jesper. Our next speaker. Danke, Jesper. Unsere nächste Sprecherin ist Irina Kordeva. Sie kommt aus Moskau, dort im Bereich der mittelalterlichen und modernen Geschichte und auch in der Brüsseler State University for the Humanities. Sie hat sich auf die Geschichte der kommunitaristischen Bewegung in Russland konzentriert in ihrer Arbeit. Sie hat Tolstoi und die Kommunitarier studiert und jetzt bewegt sie sich mehr in der zeitgenössischen Geschichte und schreibt ein Buch über die radikale pazifistische Bewegung von den Tolstoianern zu den unabhängigen Friedensbewegungen. Das schließt Hippies, kosmopolitische Wissenschaftler und andere mit ein. Du hast das Wort. Vielen Dank. Thank you very much for the invitation. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier über die radikalen Pazifisten als Sozialisten vorstellen darf. Entschuldigt zunächst mein Englisch. Ich werde das ablesen. Ich habe das vorbereitet, sodass ihr mir besser folgen könnt. Das ist Teil meiner Forschung zur Geschichte der radikalen pazifistischen Bewegung in Russland im 20. Jahrhundert. Es geht um den Versuch der russischen radikalen Pazifisten, Solidaritätsnetzwerke, um die Idee einer gewaltfreien Bewegung aufzubauen. Am Ende des 19. Jahrhunderts sind sie entstanden als Ergebnis der öffentlichen Identifizierung der Tolstoianer.
Und sie orientierten sich also an den Ideen von Tolstoi und den Büchern. Sie waren Anhänger der Literatur von Tolstoi. Ursprünglich waren das Landkommunen, eskapistische Landkommunen, und sie wurden dann zu einer öffentlichen Bewegung und identifizierten sich später als radikale Pazifisten, christlich-sozialistisch und anarchistisch. Ihre Werte waren Gewaltfreiheit, Gewissensfreiheit und soziale Gerechtigkeit. Sie haben die Kriegsdienstverweigerer verteidigt, sie haben für die Bürgerrechte gekämpft und sie haben gegen die Unterdrückung, gegen Repression und gegen jegliche Formen politischer Gewalt gekämpft. Sie waren keine Privilegierten, es waren einfache Menschen, die diese Bewegung ausgemacht haben. Das waren Bäuerinnen und Bauern und Arbeiterinnen. Sie haben versucht, spontane Widerstandspraktiken, also die Waffen der Armen sozusagen, in effektive soziale Praktiken des Widerstands gegen den Staat und gegen den Krieg zu entwickeln oder umzuwandeln. Die Basis für ihre Organisation war die Moskauer Vegetarierinnengesellschaft. Sie hat die Pazifisten zusammengebracht für verschiedene Aktivitäten. Ihr öffentlicher Erfolg fand ihren Höhepunkt nach der Oktoberrevolution von 1917. Die Tolstoyaner haben die Gesellschaft für wahren Frieden geschaffen. Und da gab es verschiedene Büros, und außerdem haben sie den interkonfessionalen Rat der verschiedenen religiösen Gemeinschaften gegründet. Sie haben verschiedene Veranstaltungen organisiert und Aktionen und haben auch Unterstützung durch die Öffentlichkeit erfahren. In den 1930ern wurden alle Tolstoyaner-Organisationen wurden abgeschafft, wurden verboten, und das Zentrum der gegenseitigen Hilfe, der Solidarität und der Organisierung im Sinne der Gewaltfreiheit war jetzt die Moskauer Vegetarierengesellschaft. Sie haben öffentliche Seminare und Vortragsreihen organisiert. Sie haben ein Netzwerk, Korrespondenznetzwerk geschaffen. Sie haben verschiedene Aktivitäten gehabt. Es gab eine vegetarische Mensa, es gab Bibliotheken, ein Informationsbüro, Interessenkreise, Vorlesungen, Seminare, Artikel, Broschüren, gegenseitige Hilfe und Arbeit mit Kindern. Tscherkow, Birukov und Bulgakov waren für sie, haben sie sich eingesetzt. Sie haben außerdem die Organisierung, sie haben die Auswanderung der Duchoborzen aus Russland nach Kanada unter anderem organisiert. Sie haben die vertrauensbasierten Netzwerke waren wichtig. Sie haben auch bei der Zwangsausreise von Tscherkow und Birukov nach Großbritannien und die Schweiz. Die internationale Zusammenarbeit der Pazifistinnen verstärkte sich während des Ersten Weltkrieges, kam dann zum Ende und war dann nicht so stark nach 1917. Anfang der 1920er Jahre haben sie sich organisiert, um die Hungerhilfe zu unterstützen. Sie haben zusammengearbeitet mit dem Roten Kreuz, um Flüchtlingen und Migranten zu helfen. Sie haben einen Versuch unternommen, internationale Strukturen der Solidarität, also Solidaritätsnetzwerke, zu schaffen. Sie haben auch eine Abteilung der Freunde des Friedens der Moskauer Vegetariergesellschaft gegründet. Sie haben Kontakte geknüpft zu radikalen pazifistischen Bewegungen und Friedensbewegungen im Ausland.
proceeding a request for legal and financial help. Sie haben sich gegenseitig unterstützt im Bereich Recht, im Bereich finanzielle Unterstützung. Und sie haben ständig die Kontakte zu, es gab einen Jugendzirkel, die auch Kontakte zu der pazifistischen Jugend im Ausland geknüpft haben. Es gab zwei Organisationen, mit denen sie gemeinsam zusammengearbeitet haben, nämlich die internationalen Kriegsdienstverweigerinnen und der Internationale Versöhnungsbund. Die internationalen Kriegsdienstverweigerinnen kämpften gegen rassistische, unter anderem rassistische Vorurteile. Die Organisation hat versucht, eine internationale Bruderschaft der gegenseitigen Solidarität, gegenseitigen Hilfe aufgebaut. Sie wollten neben der Schaffung dieser internationalen Bruderschaft ging es ihnen um eine neue soziale Ordnung, begründet in kollektiver Arbeit für das Gemeinwohl. Das Ziel war eine radikale Revolution auf Gegenseitigkeit beruhende Gesellschaft, die Abschaffung von Privateigentum und des kapitalistischen Systems. Imperialismus, Kapitalismus als Grundursache, als Ursache von Kriegen haben sie bestimmt, haben sie identifiziert. Beide Organisationen haben die Kriegsdienstverweigerinnen unterstützt und andere Gefangene und haben Solidaritätskampagnen organisiert. Sie standen auch in Kontakt mit europäischen Gruppen. Sie waren zahlenmäßig waren sie nicht sehr bedeutsam, aber sie brachten verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammen. Unter ihnen waren eben auch Bäuerinnen und Bauern. Sie haben sich auch engagiert in den internationalen Antikriegskongressen. Verschiedene Themen. Es ging um die Zusammenarbeit, beispielsweise in der Entwicklung der Theorie und Praxis der pazifistischen Bewegung, Informationsnetzwerke, Unterstützung internationaler Solidaritätsinitiativen gegen Kriege, Gewalt und Repression, humanitäre Missionen und Briefe zur Unterstützung verfolgter Friedens- und sozialer Aktivistinnen. Beim Versuch, ein Netzwerk für die Idee eines gewaltfreien Kommunismus zu schaffen, das war ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit der Tutsianer. Sie haben die Notwendigkeit einer gewaltfreien Revolution und einer Revolution der Bruderschaft herausgestellt. Sie waren Kritiker des bolschewistischen Regimes und der Revolution. Es gab eben einen Mangel an Freiheit und die Repression ideologischer Gegner und Religionen durch die Bolschewiki. Sie unterschieden zwischen Gewaltfreiheit, religiösen und den Staatssozialismus oder den gewaltvollen Regierungssozialismus. Und sie haben dem eben einen gewaltfreien Sozialismus entgegengesetzt. Es ging darum, von der gewaltfreien Ordnung zu einer von der gewaltvollen zu einer gewaltfreien Ordnung überzugehen. Diese theoretische Basis, also das war die theoretische Basis und darauf aufbauend gab es organisatorische Versuche. Sie haben versucht, ein Netzwerk um die Idee eines gewaltfreien Kommunismus eben aufzubauen. Sie haben Artikel veröffentlicht in den Untergrundzeitschriften. Da gab es dann immer
Beiträge zur Chronik der Bewegung, Nachrichten zu pazifistischen Bewegungen im Ausland, Veranstaltungsankündigungen, Informationen, Adressen und Kontaktadressen, Solidaritätsveranstaltungen beispielsweise wurden angekündigt. Es gab auch die Nachrichten über die Lage in der Sowjetunion, die also ins Ausland gelangten durch diese Untergrundzeitschriften. Beispielsweise, wenn es um Repression der Kriegsdienstverweigerinnen oder Dissidenten ging. Sie wollten die internationale Bewegung für christlichen Kommunismus organisieren. Diese Organisation wurde im August 1926 in Oberammergau gegründet, unter der Führung der tschechischen Rechten und christlichen Anführern. 55 christlichen Pazifistinnen sind ihnen beigetreten. Und das war ein Weg zur Vorbereitung der gewaltfreien spirituellen Revolution. Es gab auch ein Manifest und sie haben gesagt oder in denen sie schrieben, dass die gewaltvollen Revolutionen eben nicht dem Modell des Kommunismus mit dem Kommunismus übereinstimmten. Eine gewaltfreie Revolution muss vorbereitet werden. Die Menschen müssen spirituell und auch organisatorisch darauf vorbereitet werden. Es ging um die spirituelle Wiederbelebung der Einzelnen und der Gesellschaft. Die Bewegung für einen gewaltfreien christlichen, eine internationale Bewegung für den christlichen Kommunismus, glaubten an die Bruderschaft und Schwesterschaft aller Menschen und Menschen, die innerlich frei sind und ihrem individuellen Gewissen antworten. Sie seien auch immun gegen Druck von außen. Sie glaubten an die Landkommunen, soziale Solidarität, an Frieden und an andere Werte. Sie reisten auch durch Europa, um Vorträge zu halten. Christlichen Pazifisten in Russland, in der Tschechoslowakei, in Weißrussland, in Bulgarien, in den baltischen Staaten und anderen Staaten Europas haben jetzt darüber nachgedacht, wie sie das Material der Bewegung verbreiten können. Sie haben ihre Basisnetzwerke, also persönlichen Basisnetzwerke, dafür verwendet. Was ist das Erstaunliche dieser Bewegung? Es ist die soziale Basis. Das Netzwerk bestand eben aus einfachen Menschen, die miteinander in Kontakt standen. Menschen, Gleichgesinnten in Russland und im Ausland. Das könnte man beschreiben mit Politik von unten. Die russischen radikalen Pazifisten haben gesagt, dass sie sich selbst ändern müssen, um die Welt zu ändern. Die Verbreitung der Informationen hat dazu geführt, all diese Aktivitäten, die offenen Briefe, die geschrieben wurden, die Verbreitung der Pamphlete und der Informationen, hat die Bewegung zerstört. Sie haben auch Intellektuelle erreicht, wie Einstein beispielsweise. Ein Tolstoyaner aus der Ukraine mit 40 Jahren Erfahrung als Tolstoyaner hat Briefe an Hitler und auch an Mussolini geschrieben. Sie hatten auch internationale Kontakte mit Christen im Ausland beispielsweise über die internationalen Kriegsdienstverweigerer. In den frühen 30er Jahren haben sie sich an den Antikriegs- und Friedenskongressen in Russland beteiligt. In den frühen 20ern erstarkte die Bewegung der Tolstoyaner und gegen Ende der 30er kam die Bewegung dann zu einem Ende.
Es ist eines der wichtigen pazifistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts, die aber beinahe vergessen wurde. Ich denke, die Rekonstruktion der Erfahrung internationaler Solidarität der pazifistischen Bewegung wäre mithilfe der Archive in Moskau und St. Petersburg möglich. Es gibt hier zwei Beispiele, habe ich hier aufgeführt, der Tolstoyaner. Und in beiden Beispielen sehen wir, dass diese noch nicht sehr erforscht sind. Da ist also noch viel zu tun. Vielen, vielen Dank. Nee, nee. Thank you, Irina. Our next speaker is Jean-François Fayet. He comes from the University of Lausanne. Unser nächster Redner ist Jean-François Fayet. Er kommt von der Universität Lausanne. He has worked quite a lot around Soviet foreign policy. Er hat sich sehr stark mit der sowjetischen ausländischen Politik befasst und mit der antikommunistischen Sache. Er hat sich zum Beispiel mit der politischen Autobiografie von Karl Radek beschäftigt. Zudem hatte er auch sich mit Vox beschäftigt. Derzeit beschäftigt er sich mit einer Geschichte zum Oktobergedenken. Und in seinem Vortrag geht es auch darum, und der Titel seines Vortrages lautet Hands off the USSR, Münzenberg and the Internationalization of the Commemorations of the 10th Anniversary of the October Revolution. It was a pleasure to be in Berlin. Ja, vielen Dank. Das ist wirklich sehr toll, hier in Berlin zu sein. Seit 1900, also wie gesagt, es geht Hände weg von Sowjetunion, Münzenberg und die Internationalisierung der Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag der Oktoberrevolution. Seit 1918 war der 7. November ein Tag voller Feierlichkeiten. Reden, Militärparaden, Aufmärsche, Einweihungen von Denkmälern und Gedenktafeln, politische Karnevals, Massenspektakel und Volksfeste, die die Menschen und Völker, Länder, Territorien der Sowjetunion um die Oktoberfeierlichkeiten vereinigten. Die ersten Jahrestage wurden bescheiden, beinahe still begangen. Beim 10. Jubiläum allerdings, die Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag stellten jedoch in gewisser Weise einen Höhepunkt der Gedenk- und Erinnerungspraktiken des Sowjetregimes dar. Das lässt sich auf drei Ebenen zeigen. Zunächst einmal das Ausmaß, die schiere Größe der Darbietung, die Länge der Darbietung, die Länge der Feierlichkeiten, das, was dargeboten wurde, die Paraden, die Militärparaden, die Volkskarnevale, was dargeboten wurde. Zweitens ging es um die Präsenz von etwa 1000 ausländischen Delegierten, das heißt die internationale Ebene. 80% dieser Delegierten waren ArbeiterInnen. Neben den Gewerkschaftsdelegierten und den Vertretern der wichtigen Fabriken waren es Gäste der IAH, der IRH, der kooperativen Bewegung, der Bäuerinnenbewegung und Vertreterinnen proletarischer Verteidigungsorganisationen, proletarischer Sportvereine, proletarische Radsportler, Esperantisten, FreidenkerInnen, BriefmarkensammlerInnen und Freunde des Theaters und Mietervereinigungen. Zahlenmäßig waren die stärksten Delegationen Deutsche, die Deutsche, die Britische, die Französische und die Tschechoslowakische Delegation. Die anderen waren Vertreterinnen der nationalistischen revolutionären Bewegung der Unterdrückten, der kolonisierten Länder, wie beispielsweise die Nehru-Familie, die Witwe von Suya Sen, türkischer Außenminister, Vertreterinnen aus Nepal, der Mongolei, Algerien, Mexiko, Argentinien, Brasilien und Sierra Leone. Die meisten wurden von der Liga gegen koloniale Unterdrückung eingeladen. Außerdem gab es dann die westliche progressive Intelligenzia, also Vertreter dieser Intelligenzia, wie Henri Barbus, Panet Istrati, Nikos Kazantzakis
und der japanische Dichter Yaku Akita und Gabrielle Duchenne von der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Diese BotschafterInnen, Vertreterinnen, sie sollten keine passiven Zuschauer bleiben. Es wurde erwartet, dass sie aktiv teilnehmen, dass sie eine aktive Rolle spielen und Partei ergreifen und Verantwortung übernehmen. Sie spielten eine Rolle bei dem Oktoberspektakel und dessen politischen Zwecken. Die UdSSR wollte zeigen, dass sie international nicht isoliert war und dass die internationale Legitimität über den begrenzten Kreis diplomatischer Beziehungen hinausging. Und drittens, um die Bedeutung eben der Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag zu unterlegen, fanden eben auch außerhalb der Sowjetunion statt. Das waren weitere Aspekte der Internationalisierung der Erinnerungsfeiern. Große Treffen gab es in Berlin, es gab kleinere Treffen in Hamburg, Köln und Frankfurt, in Paris, London und New York, es gab Arbeiterbankette, sowjetische Filme wurden gezeigt. Eine Agitprop-Theatergruppe reiste durch die europäischen Hauptstädte. Es gab eine Ausstellung, Einblick in Sowjetrussland mit 15 Bildern, die in Europa und Amerika gezeigt wurden. Es wurden Arbeiterstreiks in Solidarität mit der sowjetischen Arbeiterinnenklasse organisiert und überall, in allen Sprachen, gab es einen Aufruf zum 10. Jubiläum der Oktoberrevolution: Hände weg von Sowjetrussland. Zunächst möchte ich etwas über die sowjetische Erinnerungskultur sagen. Sie diente dem Stil von Münzenberg. Sie war günstig für diesen Stil. Die Idee der Internationalisierung der Feierlichkeiten kam von Münzenberg. Er schlug das der Agitprop-Abteilung der Kommentaren 1925 vor. Die Ziele der Aktion, die er sich vorstellte, waren Stärkung und Ausweitung der Gunst der Massen gegenüber der UdSSR, der stärkere Kampf gegen die kriegerische Propaganda der imperialistischen Mächte, eine Erläuterung der bereits getanen Arbeit der letzten 10 Jahre hinsichtlich des Zerfalls der kapitalistischen Wirtschaft und der dadurch entstehende Enthusiasmus sollte dann zur Schaffung eines Bundes der Freunde der Sowjetunion möglich machen. Die Ziele und die Methoden waren bereits waren vorbereitet. Es gab einen detaillierten Zeitplan. Im November 1926 ging ein Brief an Stalin mit diesem Zeitplan. Diese Vorschläge von Münzenberg waren natürlich nicht frei von Eigeninteresse. Das Kommentarensekretariat diskutierte zu dieser Zeit die Auflösung der IAH. Es gab auch Spannungen zwischen den Filmstudios Sofkino und Mashrek-Prom. Sofkino und also den verschiedenen es gab also Probleme beim Filmverlag. Außerdem hat Münzenberg versucht, die IAH zu finanzieren mit Hilfe der Unterstützung für die Internationalisierung der Feierlichkeiten. Er wollte außerdem seine antikolonialen Konferenzen, also wie zum Beispiel die Brüssel-Konferenz gegen Imperialismus, fördern und mitorganisieren. Seine Losung war also Oktoberfeierlichkeiten. Es ging darum, die Oktoberfeierlichkeiten mit dem antiimperialistischen Kampf zu verknüpfen. Er hat die Losung dahingehend also geändert. Der Kongress der Freunde der Sowjetunion, der am Ende der Delegationsreise in die UdSSR stattfinden sollte,
Das war nichts anderes als eine Konferenz gegen Imperialismus für Russland oder in Russland. Also ein Vorläufer dieser Konferenz, die russischen, diese Erinnerungsarbeit spielt eine große Rolle für die russischen Kommunisten. Es ging beispielsweise darum, ein Regime zu legitimieren, dessen oder ein durchzusetzen, dessen Legitimation nicht unumstritten war, beispielsweise. Das heißt, was nötig war, war die Wir sehen eine Verbindung also der sowjetischen Erinnerungskultur und der Propagandatechniken von Münzenberg für die entwickelte für die Hungerhilfe. Nun zum Münzenbergs Stil des politischen Marketings. The trade unions and the mass organization of the Münzenberg networks, the Soviets took these traditions to a whole new level. Matters related to the composition, invitation and funding of the delegation were officially in Zum 10. Jubiläum haben wir die größten Delegationen in die USSR gesehen. Auch wenn die Feierlichkeiten zum Jahrestag der Revolution schon immer wichtig waren. Zum 10. Jubiläum waren die Feierlichkeiten eben am größten und auch die Anstrengungen und die Notwendigkeiten für die verschiedenen Institutionen, die an der Organisation beteiligt waren, waren ebenso enorm. Auch wenn eben verschiedene Institutionen daran beteiligt waren, hatte die Hauptinitiative immer noch Münzenberg und seine Organisationen. Es wurde gesagt, über die Zusammensetzung, die Organisation beschäftigte sich eben auch mit der Zusammensetzung der Delegation. Es sollten 20% Kommunisten, 40% Demokraten und 40% ohne Parteizugehörigkeit sein. Damit diese Kampagne so breit wie möglich werden konnte, sie sollte so breit wie möglich gestaltet werden, ist es wichtig, laut Münzenberg, dass der erste Aufruf für diese Kampagne von Organisationen kommt, die so weit entfernt wie möglich sind von der kommunistischen Bewegung. Münzenberg besteht auch auf den sogenannten Repräsentationskoeffizienten, also von wie vielen Menschen wurden sie gewählt, beispielsweise wie viele Arbeiterinnen in einer Fabrik haben sie gewählt. In der Wirklichkeit war das prozentual dann schwer zu realisieren, vor allen Dingen, weil es so viele Absagen gab von den Sozialistinnen, die dachten, dass sie mit der Teilnahme an den Feierlichkeiten den Ausschluss der Organisation riskierten. Auf globaler Ebene, auf internationaler Ebene gab es auch verschiedene Spannungen durch die vielen Akteure der Einladungskampagne. Und bei vielen Spannungen ging es natürlich um Münzenberg. Beispielsweise haben die Gewerkschaften Münzenberg beschuldigt, dass Münzenberg und seine Organisation eben Werbung erhielten auf Kosten der Gewerkschaften. Denn sie bezahlten ja alles, aber die Aufmerksamkeit bekam die Organisation Münzenbergs. Die All-Unions-Gesellschaft für kulturelle Zusammenarbeit, die VOX, hat Münzenberg beschuldigt, ihre Intellektuellen zu stehlen. Die meisten Delegationen, also nun zum Ablauf der Reise, die meisten machten Zwischenstopp in Berlin. Dort ging es nochmal um die Visas und letzte Probleme vielleicht, organisatorische Probleme. Und nachdem sie dann die Grenze überquerten, war die Verantwortung in den Händen von Sowjetrussland. Zwei Wochen Aufenthalt sah die Reise vor. Das war
verbunden mit sehr viel Arbeit. Sie sollten ihre Untersuchungen durchführen, um letztendlich überzeugt zu sein von den Errungenschaften der Revolution. Und sie sollten dann, und das Ergebnis sollte dann sein, dass sie am ersten Kongress der Freunde der Sowjetunion teilnehmen, der am 10. November stattfinden sollte. Münzenberg war zwar beim Gründungskongress nicht dabei, aber er hat wesentlichen Beitrag zur internationalen Struktur dieser Organisation beigetragen. Nun, zum Schluss möchte ich über die Feiern in Münzenbergs Medien sprechen. Also, Münzenberg hat seinen Medienapparat verwendet, um die Feierlichkeiten zu erweitern, also zu mediatisieren mit seinen Zeitungen und Sonderveröffentlichungen und Radiosendungen und Wochenschau und Dokumentarfilme. Es gab einen emblematischen Text, der im Dezember 1927 veröffentlicht wurde in Form eines Buches mit mehreren Ausgaben. Münzenberg hat sich dann mit den deutschen Versionen beschäftigt. Münzenberg profitierte von den Subventionen aus Moskau für die Gedenkfeierlichkeiten und konnte damit seine Auflagen und Ausgaben steigern, beispielsweise von Die Welt am Abend. Er hat auch neue Ausgaben kreiert, neue Zeitschriften wie Der Arbeiterfotograf beispielsweise geschaffen. Die internationale kommunistische Presse und die nicht parteibezogene Presse musste sich an seinen Plan für die Veröffentlichung der verschiedenen Veröffentlichungen halten. Bei den Filmen ist das nicht so deutlich. Okay, dann versuche ich mich mal an die Zeit zu halten. Es sollte zwei Filme geben in Schwarz-Weiß. Zunächst Oktober von Eisenstein und der zweite sollte ein Dokumentarfilm sein. Er wurde von den sowjetischen Gewerkschaften finanziert. Keiner der beiden Filme war rechtzeitig fertig jedoch. Und der Vertrieb der sowjetischen Filme wurde noch erschwert. Denn da gab es Schwierigkeiten durch die kommerziellen Ambitionen von Sofkino, dem Filmstudio. Sie verlangten für einen bestimmten Film beispielsweise $10,000, um den zu zeigen in anderen europäischen Ländern, in Europa. Es gab verschiedene Memorabilia, die dann hergestellt wurden, Postkarten, Umschläge, Dias für Dia-Projektionen, Fahnen und andere Erinnerungsstücke. Das ist eine Art Revolutionaljahr, die hier eingeführt wurden, also Revolutionsstücke. Die Revolution war zu einer Feier geworden, zu einer Aneinanderreihung von verschiedenen von Gedenkfeiern jedes Jahr. Nun zum Schluss möchte ich sagen, dass die Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag der Oktoberrevolution hat es Münzenberg ermöglicht, seinen IAH-Apparat zu expandieren und mehr Einfluss in Berlin und Moskau zu gewinnen. Gleichzeitig war es jedoch der Moment eines Wendepunkts, eines merkwürdigen Wendepunkts in der Strukturierung der internationalen Solidarität, in den internationalen Solidaritätsnetzwerken zugunsten der UdSSR. Also und gleichzeitig, und das ist das Verwunderliche, sehen wir zur selben Zeit die Unterdrückung der kommunistischen Opposition aus Sicht des großen Wendepunktes des Stalinismus. Das heißt, Münzenberg bekam davon vielleicht nicht so viel mit, von dieser Unterdrückung, während der stark bewachten Feierlichkeiten als ausländischer Kommunist.
aber das Bild der Feierlichkeiten als ein Ort des Zusammenkommens, der Versammlung um das Regime war, oder diese Feiern dienten eben gleichzeitig als Blende, als Versteck für den Kampf gegen den inneren Feind. Und all das passierte unter den Augen beinahe 1000 ausländischer Beobachterinnen, Delegierte, Münzenberg eingeschlossen. Thank you, Jean-François. Our next. Danke, Jean-François. In unserem nächsten Beitrag geht es um Formen der Solidarität, also um den Freiwilligen im spanischen Bürgerkrieg. Xenia Itmar Horvat wird diesen Beitrag halten. Sie arbeitet an der Universität von Ljubljana. Sie hat sich mit Postsozialismus unter anderem beschäftigt und biografischen Studien mit einer Beziehung zur historischen Betrachtung der Migration von Frauen. Nun hören wir Ihren Beitrag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich möchte den Organisatoren für die Einladung bedanken und dafür, dass ich meine Forschung hier vorstellen kann. Ich möchte auch den Übersetzern vorerst mal danken für die harte Arbeit. Ich werde nicht das Ganze, alles vorlesen und ich werde ganz kurz sagen, wie wir hier diese Forschungsarbeit durchgeführt haben. Ich bin Soziologin. Ich habe an einem nationalen Projekt teilgenommen und da habe ich mir verschiedene Frauen-Migrationsgruppen in den 1900er Jahren und 20er Jahren angeschaut. Ich habe mir die Frauen angeschaut, die halt innerhalb Europas migriert sind und auch natürlich über Europa hinaus. Mein Kollege hat sich mit den spanischen oder den Freiwilligen nach Spanien in Belgrad beschäftigt. Und während unserer Forschungsarbeit haben wir gesehen, dass wir ein gemeinsames Interesse hatten. Und dabei, also dieses Forschungsinteresse war natürlich die Erinnerung. Es ging hier um Solidarität, es ging hier auch um die Motivationen von Individuen, die jetzt tatsächlich ins Ausland gegangen sind und sich an einem Kampf im Ausland beteiligt haben. Wir haben dann einen Artikel zusammengefasst und gemeinsam mit anderen Kolleginnen haben wir ein 5-Jahres-Programm geschaffen zum sozialen Kontext des 20. Jahrhunderts. Und dort war das Thema Solidarität im Zentrum. In diesem Vortrag möchte ich die Frage oder die Erinnerung an die weiblichen Freiwilligen in Spanien hier nochmal ausführen und möchte das natürlich konzeptualisieren im Hinblick auf Solidarität. Und hier geht es natürlich ganz stark um Postnationalismus. Unsere Forschungsfragen waren wie folgt. Was kann das historische Erbe der spanischen Freiwilligen sein? Was ist der historische Wert der Erinnerung an die transnationale Solidarität? Und ich muss sagen, dass fast überhaupt keine Erinnerung, keine öffentliche Erinnerung in diesem Bereich besteht. Also es gibt fast nichts zu den spanischen Freiwilligen. Aber als Soziologin wollte ich natürlich auch wissen, was waren diese theoretischen Herausforderungen dieser so historischen Periode. Wir haben dann angefangen, uns damit zu beschäftigen, dass wir dann gesagt haben, dass die Erinnerungen an den spanischen, also an die Freiwilligen der spanischen Bürgerkrieges, dass sie einen sehr großen Beitrag leisten können zur Erinnerungsarbeit in
Europa. Wir hoffen, dass unser Artikel natürlich auch was zu dem heutigen politischen Kontext beitragen kann. Die Erinnerung an den Spanischen Weltkrieg präsentiert auch eine Alternative. Wir natürlich glauben sehr stark an eine Gesellschaft, die sich solidarisiert. Und ich werde hier ganz kurz drauf eingehen, auf verschiedene Sachen. Also wir haben uns Biografien angeschaut. Wir haben hier die Methode der Narratologie verwendet. Wir haben Biografien von 16 freiwilligen Frauen aus Jugoslawien uns angeschaut. Diese hatten sich als Freiwillige gemeldet. Wir haben auch Erinnerungsarbeit hier als Methode genutzt und auch Zeugenaussagen. Wir haben uns hier sehr stark auf Genderstudien konzentriert und Cosmopolitan-Studien und auch natürlich Studien zum Nationalismus. Was ist der Ursprung von Solidarität? Solidarität hat natürlich eine sehr lange Geschichte. Es gibt verschiedene Konnotationen. Wenn wir heute über Solidarität sprechen, dann denke ich, dass es natürlich sicherlich Unterschiede oder Unterschiedlichkeiten zwischen den Generationen gibt oder dass man natürlich verschiedene Meinungen diesbezüglich hat. Also es gibt hier wirklich eine Reihe von Literatur. Solidarität hat eine die Solidaritätsforschung hat eine sehr lange Tradition. Das hat einen Ursprung im Christentum oder auch die Idee der Brüderlichkeit oder die griechische Idee der Harmonie oder einfach basierend auf gegenseitige Sympathie oder Freundschaft zwischen den Bürgerinnen. Aber wenn wir uns die Moderne anschauen, dann hat Solidarität etwas mit der jakobinischen Idee zu tun. Also es geht hier um Emanzipation, Gleichheit und Brüderlichkeit. In den späten 1900 Jahren kam es dann auch zur Arbeiterklasse Solidarität und später im 20. Jahrhundert haben wir hier eine Transformation der Solidarität gesehen. Und diese Solidarität ging über in eine nationalistische Solidarität. Also dieser nationalistische Ansatz in der Solidarität, der wurde ja heute hier auch gezeigt. Aber Solidarität beschränkt sich nicht nur auf nationale Gemeinschaften und das würde ich sogar entgegenwirken, denn wir haben heute eine Krise der nationalen Identität und von daher wird nationale Solidarität hier wirklich auch ein wichtiges Thema. Und deshalb auch die Krise der Solidarität. Also auf was haben wir uns bezogen im Hinblick auf Solidarität? Adam Smith hat natürlich über moralische Gefühle gesprochen oder Emotionen. Da spricht er über die Fähigkeit, sich mit dem anderen, mit jemandem, den wir nicht kennen, zu identifizieren. Das war oder ist seiner Meinung nach ein wichtiger Aspekt, menschlicher zu werden, ein Mensch zu werden, der eine morale Autorität hat. Das war Adam Smith Ausführungen. Es gab auch Ling Han, die sich mit Menschenrechten befasst hat. Auch sie spricht über die Idee der Solidarität, welche sich mit der Kapazität beschäftigt, sich mit anderen Menschen, die man nicht kennt, sogar fiktive Menschen, zu identifizieren. Zum Beispiel Charakteren in Romane, also einfach Menschen, die man nicht kennt. Also das ist die moderne Tradition, die
was mit dem Konzept der Identifikation mit dem anderen, jemanden, den wir nicht kennen, hat. Also diese moderne Vermächtnis im späten 20. Jahrhundert wurde dann hinterfragt. Poststrukturalismus hat sich natürlich auf die Aufklärung bezogen, also die Kapazität oder die Fähigkeit, sich mit jemand anderem zu identifizieren, also den anderen, der auch in mir ist. Und das hat was zu tun mit sich mit jemandem zu identifizieren, der keine Rechte hat. Und das nennt man kosmopolitische Idee der Solidarität. Und diese kommt quasi von der Fähigkeit, sich mit jemandem, der hilfebedürftig ist, zu identifizieren. Oder jemand, der benachteiligt ist. Es gibt verschiedene politische Autoren und theoretische Autoren, die Solidarität oder das Konzept der Solidarität als ein Konzept ist, das in einer Krise ist. Denn wir haben unsere Gemeinsamkeit hier, unseren gemeinsamen Boden eigentlich verloren. Wir haben keine gemeinsame kulturelle Identität mehr. Ich möchte hier nochmal auf Adam Smith hier eingehen und auch andere Autoren, die sagen, moderne Solidarität wurde nicht nur durch eine nationalistische politische Agenda konstruiert, es hatte auch was mit einer kolonialen und imperialen Agenda. Das wurde hier auch in der Keynote angesprochen. Also es geht hier um Solidarität, die zwischen Mitgliedern der nationalen Gemeinschaft geführt wurde, gebildet wurde. Also es hängt. Diese Solidarität basierte auf Nationalismus, den anderen, also jemand als anderen zu identifizieren, um dem dann gegenüber brüderliche Liebe gegenüberzubringen. Adam Smith hat natürlich den Kapitalismus sehr stark idealisiert und sah das als die einzige Form des Nationalismus, der Nation. Also wir müssen hier, wenn wir uns mit Solidarität beschäftigen, auch natürlich uns mit Postkolonialismus beschäftigen. Denn hier sehen wir wirklich sehr viel Gedankengut aus dem Postkolonialismus. Also wir haben hier Medien, die sehr stark hier mitgewirkt haben. Also was wir heute sehen, ist eine Solidarität, die quasi einen ironischen Stand hält. Wir können natürlich die Ungerechtigkeit hier nicht absolut zerstören. Und was wir machen, ist quasi, wir spenden, wir versuchen uns mit dem anderen quasi, dem anderen zu helfen. Aber wir tun all das für uns selbst, für unsere eigene moralisches quasi Selbstbild oder damit wir uns selber gut fühlen. Churyaki nennt das die Vermarktung von Wohltätigkeiten, Wohltätigkeit. Also es gibt quasi die Fähigkeit hier, sich mit dem Leiden anderer zu identifizieren und irgendwie was dagegen zu machen. Also die Mobilisierung unserer Emotionen hat sehr stark was mit Marktkräften zu tun. Das heißt, die westlichen Bürger werden sehr stark beeinflusst von den Medien und das wird als humane Disposition genannt. Das wird als posthumane Disposition genannt. Ich möchte nun zurück zur EU kommen und postuliere, dass
Es geht hier nicht nur um globale Wirtschaft und Massenmedien. Also die Solidarität, die hier so verloren ist, ist eine Konsequenz der politischen Elite. Also die EU-Gesellschaft wird stark kontrolliert. Yes, before I will skip a little bit testimonies and come back to this later. Why it is important to return to the history of the 20th century and look into the. Also, warum ist es wichtig, sich mit Formen der Solidarität zu beschäftigen, die über die Grenzen, nationalen Grenzen hinausgingen? Of the 20th century and the totalitarian ideas or ideas that. Es geht um den Revisionismus und den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts. Das ist nicht nur Teil des antikommunistischen Gedankenguts in den ehemals sozialistischen Ländern, sondern auch mit. Wir sehen auch diesen Revisionismus in der Resolution gegen Totalitarismus von der EU. Es gibt einen Nebeneffekt dieses Revisionismus. In diesem Prozess haben wir etwas verloren, nämlich die historische Fähigkeit, menschliche Dispositionen und postmoderne und moderne menschliche Dispositionen zu verstehen. Und es scheint mir, dass das sehr wichtig ist, wenn wir Bürgerlichkeit, wenn wir Bürger sein und verantwortliche Formen des Sozialvertrages verbreiten wollen. Die Solidarität, wie sie durchgeführt wurde im frühen 20. Jahrhundert, dieser Kontext wird heute verschwiegen als historischen Beweis, weil es so sehr verbunden ist mit ideologischen Spaltungen des 20. Jahrhunderts. Und deshalb ist es eben deswegen ist es so schwierig, über Solidarität zu sprechen, wenn wir an die Kommunistische Partei denken beispielsweise. In dieser Art und Weise wird dieses ganze Vermächtnis, dieses ganze Erbe enteignet, dem Recht, das Recht wird enteignet, hier historische Beweise zu liefern. Es wird verschwiegen, es wird verdeckt, dieses Erbe. So, jetzt, warum können jetzt diese spanischen Freiwilligen hier einen Beitrag leisten? Also, wir haben uns die Biografien der Frauen angeschaut. Also, der Mut, diese Frauen hatten, wirklich ins Ausland zu gehen, ist großartig. Also das kann man tatsächlich nicht irgendwie, das kann man irgendwie nicht ausdrücken. Also was wirklich sehr wichtig ist, dass alle diese Frauen hatten verschiedene Biografien. Es ist wirklich sehr schwierig, hier Gemeinsamkeiten zu finden im Hinblick auf soziale oder kulturelle oder intellektuelle Hintergründe. Sie hatten verschiedene Bildungsstände, manche waren Ärzte, manche hatten überhaupt keine schulische Ausbildung. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich und unterschiedlich. Sie kamen aus verschiedenen Ethnien, aus verschiedenen Milieus und hatten verschiedene Fähigkeiten. Aber was vereint diese Biografien? Das ist quasi der
die fundamentale Fähigkeit, sich mit dem Leiden der spanischen Menschen zu identifizieren. Und das hat nichts mit nationalistischem Gefühl zu tun. Das hat eher was mit einem globalen kosmopolitischen Ansatz zu tun. Ich werde das hier nicht vorlesen, aber ich will euch einfach nur ein Gefühl davon geben, wie diese Zeugenaussagen quasi uns von der Leidenschaft, die diese Frauen gefühlt haben, gegenüber dem spanischen Volk. Also diese Frauen haben ihr eigenes Leben riskiert. Sie haben sogar ihren eigenen Körper riskiert. Also wie spricht man über eine bestimmte Generation zu einem bestimmten Zeitpunkt? Es war die Liebe für Frieden, Freiheit, Fortschrittlichkeit und auch Humanismus und Kultur. Das ist das, was diese Frauen getrieben hat, nach Spanien zu gehen. Also nun zu den Schlussfolgerungen. Also die Frauen, die sich freiwillig gemeldet haben, nach Spanien zu gehen, die standen selbst im Konflikt mit ihrer eigenen Nation. Als sie zurückkehrten in ihre Länder, wurden viele von den Frauen quasi gefoltert, sie kamen ins Gefängnis und sie mussten sehr viel Leid erleiden in ihren Ländern. Also Konzepte von Loyalität werden hier sehr stark in Frage gestellt. Ein weiterer Punkt ist so, dass ich hier natürlich den Einfluss der kommunistischen Parteien nicht hier unterminieren will. Aber es war nicht nur deswegen, dass diese Frauen ins Ausland gegangen sind, weil sie eben der kommunistischen Partei angehört hatten, sondern sie hatten andere persönliche Gründe, die sie dazu motiviert hatten, ins Ausland zu gehen. Also, was unserem Anliegen war wirklich Erinnerungen aufzudecken, die quasi die heutige Geschichtsschreibung entgegenwirken. Benedict Anderson zum Beispiel hat seine große Exploration der modernen Nation so angefangen, indem er gesagt hat, dass das nationale Gefühl kommt von dem Gefühl, für seine Nation zu sterben, für die Bereitschaft, für seine Nation zu sterben. Aber im spanischen Fall oder bei dem Fall der spanischen Freiwilligen haben wir gesehen, dass es nicht nur es um nationale Liebe ging, sondern um persönliche Motivationen. Heute haben wir natürlich wieder eine Krise der Solidarität. Wir haben eine Krise der Solidarität gegenüber den Subalternen, Menschen, die ausgegrenzt sind. Und ich denke, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, ist wichtig. Es ist sowohl sozial als auch politisch wichtig. Wir müssen pädagogische Projekte ins Leben rufen, die tatsächlich Biografien wieder aufdecken und eine andere Geschichte schreiben. Wir sind nun einer Art Polarisierung zum Opfer gefallen. Denn die politischen Eliten, die beeinflussen uns sehr stark, sie polarisieren unsere Gesellschaften und sie überzeugen uns davon, dass quasi Europa getrennt wurde zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd. Und wir sehen dasselbe jetzt auch, also diese Polarisierung, diese Trennung wieder auch in der griechischen Krise. Es geht hier oft in diesen Krisen nie mehr um moralische Aspekte, sondern eher um andere Interessen. Und das wollte ich einfach hier nochmal beleuchten.
Dankeschön. Thank you, Xenia. Danke, Xenia. Und zu guter Letzt kommen wir zum Beitrag von Herrn Braskin. Da geht es um die IAH und Willy Münzenberg. Praktiken und Kampagnen transnationaler Solidarität von 1921 bis 1933. Ich bitte Kasper Braskin, seinen Beitrag vorzutragen. Er kommt von der Universität Turku in Turku. Er hat gerade ein Buch veröffentlicht, genau zu diesem Thema. Also denke ich, dass er weiß, worüber er spricht. Er weiß, wovon er spricht. Er hat sich sehr für Münzenberg und seine internationalen Solidaritätskampagnen interessiert und dazu geforscht. Und jetzt widmet er sich anderen Forschungsbereichen zu den Ursachen von Antifaschismus, transnationaler Bewegung gegen Antifaschismus. Obviously have some problems with Kasper's PowerPoint. Das war seine Doktorarbeit. Jetzt wird hier noch versucht, die Präsentationen vorzubereiten. Also einen kleinen Moment noch, bevor wir loslegen können. Der Titel meiner Präsentation ist die internationale Arbeiterhilfe und Willy Münzenberg, Kampagnenpraktiken und Feierlichkeiten transnationaler Solidarität. 1931 organisierte die internationale Arbeiterhilfe IAH in Berlin einen Weltkongress, um ihre 10-jährige Arbeit als eine internationale Solidaritätsorganisation zu feiern. Die Feierlichkeiten dauerten 7 Tage und Kommunisten, Sozialisten, Antiimperialisten, Antifaschisten und sympathisierende Intellektuelle aus allen Ecken der Welt kamen anlässlich dieser großen Feier zusammen. Männer und Frauen jeglicher Hautfarbe und Ethnie nahmen an den Feierlichkeiten teil. Europäer, Chinesen, Amerikaner, Australier, Inder, schwarze Menschen, Schweden, Indonesier, Russen, Ägypter, Griechen und Japaner. Dieser neue Weltkongress wurde als eine einzigartige Chance gesehen, die Delegierten aus aller Welt zusammenzubringen und die notwendigen Verbesserungen der internationalen Einheit zu diskutieren. Insgesamt nahmen an den verschiedenen IAH-Veranstaltungen, die in Berlin während dieser Woche im Jahr 1931 stattfanden, 230 ausländische Delegierte aus mindestens 40 Ländern teil. Sogar Georgi Dimitrov, der Vorsitzende des Kominterns Westeuropa-Büros in Berlin, erklärte in einem heimlichen Bericht nach Moskau, dass die IAH-Feierlichkeiten in Berlin bezaubernd waren. Unter der Schirmherrschaft der Kommentaren hat die IAH eine der spektakulärsten internationalen Solidaritätskampagnen initiiert unter der Führung von Willy Münzenberg. Während der 1920er und bis hin zu den frühen 30er Jahre hat die IAH eine Botschaft der radikalen internationalen Solidarität artikuliert, die sich nie nur auf europäische Solidarität beschränkte. Vielmehr wurde die Idee einer internationalen Solidarität gefördert, welche sich von West nach Ost und von Norden nach Süden erstreckte. Dieser Vortrag verdeutlicht, dass die IAH-Netzwerke die meisten Teile der Welt miteinander verbindete, denn die IAH-Büros, legal oder heimlich, wurden überall auf der Welt etabliert. Es ist besonders hervorzuheben, dass die IAH nicht nur eine Organisation war, die Solidarität nur symbolisch förderte, sondern eine, die auch praktische Solidaritätsarbeit ausübte und Menschen mit Lebensmitteln versorgte, während massiven Streiks, Naturkatastrophen oder Aussperrungen. Ich werde im Folgenden eine Auswahl von IAH-Kampagnen analysieren und die verschiedenen Praktiken und Feierlichkeiten der Solidarität beleuchten. Ich postuliere, dass die IAH eine bedeutende Fallstudie darstellt als eine frühe internationale Organisation, welche einzigartige Möglichkeiten hatte, neue transnationale und globale Netzwerke und Identifikationen zu entwickeln. Die IAH hat jedoch nie Ideen universeller Solidarität gefördert, welche alle umfassen würden.
Sie hat vielmehr diese Solidarität innerhalb des Rahmens radikaler internationaler Solidarität mit den Unterdrückten konzeptualisiert. Ich werde nicht in der Lage sein, eine umfangreiche Darstellung der IHH-Solidaritätskampagnen oder einer internationalen Organisation zu geben. Ich werde jedoch vielmehr die Methoden illustrieren, welche die IHH verwendet hat, um die Botschaft radikaler internationaler Solidarität zu verbreiten und zu erwecken in Europa. Was war radikale, wie sah radikale internationale Solidarität in Praxis und in Theorie aus und wie hat die IHH und Münzenberg diese definiert? Erstens, eine klare Eigenschaft der internationalen Solidaritätsarbeit der IHH war, dass sie eine starke globale Imaginäre schaffte, welche europäische und nord- und südamerikanische, australische und südafrikanische und chinesische Arbeiter inspirierte, global zu denken. In den meisten Fällen waren die internationalen Solidaritätskampagnen der IHH direkt gegen Gräueltaten, Unterdrücken und soziales Elend gerichtet, die durch globale Kräfte und Mächte verursacht wurden, wie zum Beispiel Imperialismus, internationaler Kapitalismus, Faschismus und außergewöhnliche Naturkatastrophen, welche oft die Ärmsten in der Gesellschaft am härtesten trafen. Die Aktivitäten der IHH umfassten insbesondere das Umwandeln von scheinbar lokalen, regionalen oder nationalen sozialen Konflikte wie Streiks oder humanitäre Krisen in eine globale Sache, welche die Reaktionen der Arbeiter weltweit erforderte. Der internationale Charakter der IHH und ihr Vorantreiben globaler Ambitionen passt jedoch nur schlecht in eine traditionelle Chronologie und Definition über internationale Organisationen, obwohl in vieler Hinsicht sie als ein Vorgänger der heutigen NGOs und Solidaritätsnetzwerke betrachtet werden könnte. Die Kommentare auf der anderen Seite hat die IHH 1926 als Teil ihres Systems der kommunistischen Organisationen klassifiziert, welche als sympathisierende Massenorganisation für besondere Zwecke fungierte. Die spezifischen Ziele der IHH waren, als eine internationale Solidaritätsorganisation zu agieren und die Idee internationaler Solidarität in der ganzen Welt zu verbreiten. Jedoch konnte die IHH nur in wenigen Ländern aktiv zu einer sogenannten Massenorganisation entwickelt werden. Diese Definition lässt demnach noch viel zu wünschen übrig. In ihren eigenen Publikationen hat die IHH für sich selbst eine Reihe von Definitionen verwendet, einschließlich die einer Hilfsorganisation der Arbeiterklasse, Weltorganisation proletarischer Solidarität oder auch nicht parteigebundene Massenorganisation. Zweitens, man könnte behaupten, dass die IHH stark bestrebt war, eine globale Kultur der internationalen Solidarität zu schaffen, welche im Wesentlichen mit dem, was Erik Weitz als größte Transformation der Medienkultur seit Gutenberg assoziiert wurde. Die IHH war höchst geschickt darin, die neuen Medien der Massenmedien für sich zu nutzen und diese zu beherrschen, einschließlich zum Beispiel die Verwendung von illustrierte Kino und die umfangreiche Verwendung von Kunst- und Fotomontagen in ihren Publikationen. Seit ihrer Gründung 1921 haben illustrierte Publikationen eine Schlüsselrolle gehabt, und zwar befähigten sie der IHH, ihre Botschaft der internationalen Solidarität sowohl zu vermitteln als auch zu bestärken. Das war der Beginn einer beispiellosen Revolution im Bereich illustrierte Produkte und führte zu der Veröffentlichung von illustrierten Journalen wie zum Beispiel Sowjetrussland im Bild, Sichel und Hammer, AIZ, Eulenspiegel und Mahnruf, Organ für internationale Solidarität. Die Mehrheit der IHH-Publikationen waren auf Deutsch. Die IHH publizierte jedoch auch Broschüren, Journale, Mitteilungsblätter in anderen Sprachen, wie zum Beispiel in Tschechisch, Holländisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Norwegisch, Schwedisch, Romanisch und Chinesisch. Die IHH verwendete innovative Formen und Mittel, um ihre Artikulation von radikaler internationaler Solidarität an die Massen in Deutschland und im Ausland über ihr globales Netzwerk zu vermitteln. Die IHH organisierte internationale Veranstaltungen. Diese formt die Grundlage ihrer internationalen Solidaritätskampagnenarbeit und ihrer globalen Imaginarium. Diese Solidaritätsveranstaltungen waren ausschlaggebend in den Bemühungen der IHH, die Idee radikaler internationaler Solidarität unter den Arbeitern in den verschiedenen Ländern sowohl mit Energie
aber auch mit Sinn zu füllen. Diese Events wurden immer in Verbindung mit aktuellen Solidaritätskampagnen organisiert, wie zum Beispiel Solidaritätsmatinees, öffentliche Vorträge, Kundgebungen, proletarische Spielfilme, Aufführungen etc. All dies ging einher mit IHA-Fundraising-Bemühungen für aktuelle Solidaritätskampagnen. Die Fähigkeit, solche Veranstaltungen zu organisieren, war natürlich durch verschiedene Umstände in den verschiedenen Ländern eingeschränkt. In anderen wiederum als eine offene, aktive öffentliche Organisation. Insbesondere in Deutschland entwickelte sich die IHA zu einer Organisation mit einer bemerkenswerten Mitgliedschaft. Die IHA entwickelte sogar separate Sektionen für Frauen und Jugend und organisierte Sommerferienlager und Hilfeaktionen für Waisenkinder. Zudem wurde der Transport von deutschen Kindern in den Nachbarländern organisiert. Die IHA war in der Tat bemüht, eine holistische Solidaritätserfahrung zu schaffen. Die IHA hat zum Beispiel Hilfe geleistet. Die IHA war auch involviert in Familienangelegenheiten und hat zum Beispiel sich auch mit Frauenthemen beschäftigt. Wie zum Beispiel kämpfte sie gegen das berüchtigte Gesetz 218, welches Abtreibung in der Weimarer Republik kriminalisierte. Sie organisierte Aktivitäten während der Freizeit, wie zum Beispiel das Produzieren von proletarischer Literatur durch ihren eigenen Verlag namens Neuer Deutscher Verlag, und bot auch eine Mitgliedschaft für ihren proletarischen Buchclub namens Universum Bücherei an. Die IHA organisierte auch Kinoabende, öffentliche Treffen, Seminare über aktuelle Themen rund um die Arbeiterklasse. Ab 1929 organisierte die IHA einen jährlichen internationalen Solidaritätstag. Dieser Tag gab die Möglichkeit, öffentlich internationale Solidarität zu feiern. All diese Veranstaltungen artikulierten eine radikale internationale Solidarität der Unterdrückten. Sie förderten jedoch auch eine unkritische, nicht hinterfragte Bewunderung der Sowjetunion, Lenin und Stalin. Die Artikulation eines positiven Bildes der Sowjetunion war natürlich ein wichtiger Aspekt, wie die deutsche Kommunistin Clara Zetkin, die sehr eng mit der Arbeit der IHA assoziiert war, in ihrer privaten Korrespondenz mitteilte, war die Hauptmission der IHA, den Arbeitern und Arbeiterinnen verständlich zu machen, dass sie ungeachtet ihres Berufs, Nationalität, Ethnie, Geschlecht oder Religion durch ihre internationale Klassensolidarität vereint waren. Es war eine Einheit des Schicksals, eine Gemeinschaft, die zusammengeschweißt war durch das gemeinsame Schicksal, welches einen vereinten Kampf gegen die Unterdrückung initiieren sollte. Einer der entscheidendsten Komponenten der IHA-Solidaritätskampagne war das Element der Spontanität unter der globalen Arbeiterschaft. Die Arbeiter waren vermutlich nicht nur spontan in ihren Ausdrucksformen der Solidarität, sie waren auch spontan in ihrer Bereitschaft, ihren eigenen Lebensunterhalt im Namen der Solidarität zu opfern. Also hier wurde die Reziprozität der Kampagne sehr stark betont. Wenn du Sowjetrussland hilfst und wenn du anderen Arbeiter in fernen Ländern hilfst, ist es genauso wie wenn du dir selbst hilfst. Diese Botschaft der internationalen Solidarität hat insbesondere ihre wechselseitige Qualität hervorgestrichen. Die russischen Arbeiter haben gelitten und bluteten über Jahre, indem sie angeblich selbstlos für eine gemeinsame Sache des internationalen Proletariats kämpften. Nun war die Zeit gekommen, als die Hungersnot war in Russland, nicht nur über Solidarität zu sprechen, sondern auch Solidarität zu leben, sowohl in Europa als auch in der Welt, und zwar durch gemeinsame Aktionen der Arbeiter. Zum Beispiel wurde gesagt, dass wenn es Leid in einer Familie gibt, dann helfen vielleicht andere dann helfen die anderen. Also es wurde eine klare Linie gezogen zwischen der bedingungslosen Solidarität der Arbeiter auf der einen Seite und kapitalistischer Philanthropie auf der anderen Seite. Diese Definition hat auch eine tiefgreifende Bedeutung für die Analyse der Beziehung zwischen den sogenannten Gebern und den Empfängern.
Es gibt hier keine Idee oder Notion von Hierarchie oder des anderen in der Beziehung, aber eher ein Verständnis für Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit. Internationale Solidarität in dieser Form signalisierte eine Art internationale Zusammenarbeit zwischen den Schwachen und Armen, eine transnationale Einheit zwischen den Menschen aus einer gleichen sozialen Schicht in ihren jeweiligen Ländern. In einem Aufruf, signiert von Münzenberg 1921, machte er seine Überzeugung zum Ausdruck, dass das Gefühl von Solidarität die ganze Arbeiterklasse motivieren würde, zu handeln, sobald sie verstanden hat, dass ihren Brüdern, die aus demselben Fleisch und Blut sind wie sie, ein schrecklicher Tod in der Sowjetunion ereilen würde. Es war diese Erkenntnis, welche nach Münzenberg eine spontane Solidarität unter dem Proletariat entfachte. Münzenberg beschrieb das Gefühl der Solidarität als etwas Instinktives und er war sich sicher, dass die Massen instinktiv zu spüren bekämen, dass die Hungerfrage etwas ist, was sehr stark mit der zukünftigen Existenz Sowjetunion verbunden war. Also hier muss wirklich die Rolle von IAH hervorgerufen werden und die eine Schlüsselrolle eingenommen hat als Vermittler, die Geber und Empfänger verbindete. Diese Rolle war in der Tat keine passive Kraft, sondern eine Kraft, die in der Lage war, den starken Ehrgeiz hatte, die Menschen zu beeinflussen, eine Art Bewusstsein zu schaffen, eine Art Bereitschaft, sich mit dem Opfern der Hungersnot oder anderen Menschen, die Solidarität benötigen, auseinanderzusetzen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Zum Beispiel die Kampagne 1921, eine Geschichte aus zum Beispiel Hamburg von einem Vertreter namens Guldenberg. Er erinnerte sich an ein Beispiel, wie zum Beispiel die Hilfsaktion organisiert wurde, ist. Zum Beispiel hat er und seine Frau in ihrer Wohnung, sodass Frauen aus der Arbeiterklasse Sachen für die Opfer der Hungersnot nähen konnten. Und Gundelach erinnert sich ferner an einen Tag, als die russische Kollegin Käthe Pohl nach Hamburg kam und die vorbereiteten Klamottensäcke mit Kinder- und Babysachen sah. Tränen liefen ihr über die Wangen, als sie emotional ihre Hände zusammenlegte und herzlich verkündete, wie sich die Mütter in St. Petersburg über diese Säcke freuen würden. War das vielleicht das Herzstück und die Essenz der internationalen Solidarität, praktiziert von Arbeitern, die so lange Zeit verloren zu sein schien? Seine Solidarität auch praktisch auszudrücken gegenüber jenen, die Elend erleiden hatten. Das scheint ein essentieller Teil internationaler Solidarität zu sein, welcher nun wieder zurück in die historische Analyse gebracht wird. Dieser humane Aspekt, der durch ein leidenschaftliches Gefühl ausgedrückt wird, eine gute Tat für Menschen in Not zu vollbringen und die darauf folgenden emotionalen Verpflichtungen, die mit der Tat einhergehen, müssen als wesentliches Bestandteil des Spektrums der Solidarität und die Analyse der Organisation für internationale Solidarität einbezogen werden. Insbesondere der Beitrag, den Frauen für die praktische Solidaritätsarbeit der IAH geleistet haben, muss hier hervorgehoben werden, denn dieser war enorm. Solidarität wurde beschrieben als ein schlafendes Element innerhalb des Proletariats. Das bedeutet also, dass Solidarität etwas war, das in jedem Arbeiter drinne war. Es musste jedoch nur aktiviert werden. Es musste nur geweckt werden. Solidarität ist demnach nicht nur etwas, was durch Kämpfe kreiert wird, aber auch etwas als eine schlafende, immer präsente Kraft dargestellt wird. Und das war die Hauptmission der IAH. Die IAH wollte die internationale Solidarität in eine Kraft umwandeln, wo und wann auch immer erforderlich. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Geschichten und Beispiele, insbesondere Beispiele, die emotional aufgeladen waren, also dass man halt anderen Leuten hilft, etc. Es gibt Beispiele von Kindern, die in der Not waren und an
Wir haben leider keine Zeit, auf diese einzelnen Beispiele einzugehen. Ich möchte mich jedoch auf die Beziehung zwischen internationaler Solidarität und der Globalisierung der Solidarität durch die IHA konzentrieren. 1924 hat sich die IHA auf eine sehr starke Kampagne konzentriert. Und dort hat die IHA von der Comintern das Mandat gegeben, auch Solidaritätsaktionen in China und auch in Japan und andere Kolonialländer zu organisieren. Dabei ging es darum, die Massen dort davon zu überzeugen, dass die Arbeiter in Europa und Amerika ihre imperialistischen Herrscher nicht unterstützen. Laut Weisungen von Comintern war es von großer Wichtigkeit zu zeigen, dass das Band der Solidarität nicht zwischen Europäern und Amerikanern generell bestand, sondern aus der Tatsache, dass die westliche Arbeiterklasse und die unterdrückten Menschen in den Kolonialländern natürliche Bundgenossen waren. Also auch natürlich war Antifaschismus, Antiimperialismus war etwas, womit sich die IHA sehr stark beschäftigt hat, obwohl der antiimperialistische Kampf nach 1927 von der Antiimperialismusliga dominiert wurde. Wie gesagt, hat aber auch die radikale internationale Solidarität der IHA weiterhin eine starke antiimperialistische Botschaft verfolgt. Also die IHA hat eine Reihe von verschiedenen Mitteln und Methoden für ihre Kampagnenarbeit genutzt und entwickelt, einschließlich die aktive Nutzung von emotional geladener Sprache, Kunst, Fotos und Film in den Massenmedien. Nun, abschließend, also diese inspirierenden Aktionen, die quasi darüber berichteten, was andere gemacht haben, diese waren sehr wichtig für die Artikulation der internationalen Solidarität der IHA. Die Aktivitäten der IHA haben dazu geführt, dass eine sehr breite Kultur der Solidarität geschaffen wurde, die alle Aspekte des Lebens umfasste. Jedoch wurde, und man kann tatsächlich sagen, dass sie einen großen Beitrag dazu geleistet haben, zur Entstehung einer transnationalen und globalen Zivilgesellschaft des 20. Jahrhunderts. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir alle Beiträge gehört. Und jetzt kommen wir zum Kommentar. Er wird präsentiert von Gerd Rainer Horn. Er wird den Kommentar geben. Er lehrt in Paris an der Universität. Zu seinen Forschungsgebieten zählen unter anderem verschiedene soziale Bewegungen, nicht nur die Arbeiterinnenbewegung, sondern verschiedene linke Bewegungen. Mir scheint jedoch, dass er auch andere Interessen hatte, wie beispielsweise verschiedene Momente der Befreiung oder des Enthusiasmus. An denen war er auch sehr interessiert. In diesem Sinne, bitteschön. Ja, vielen Dank. Dann versuche ich mal etwas von diesem Enthusiasmus rüberzubringen. Ich habe nur 600 Sekunden für diesen Kommentar und deshalb werde ich mal von der Idee absehen, jetzt alles miteinander zu verbinden. Und jetzt bleiben mir ja nur noch weniger Sekunden als 600. Vielleicht macht es mehr Sinn, konkrete Kommentare oder ein paar konkrete Dinge zu den einzelnen Papers zu sagen. Ich habe jetzt keinen großen Plan, deshalb gehe ich mal in der Reihenfolge vor, wie wir jetzt die Beiträge gehört haben. Also zunächst den Beitrag zur dänischen sozialdemokratischen Jugendorganisation und den Beziehungen zur
internationalen, zur Jugend Internationale. Jesper Jürgensen hatten wir für diesen Beitrag gehört. Nun, ich denke, es kann gesagt werden, und das ist nicht als Kritik gemeint, dass es in diesem Paper mehr um die Jugend Internationale geht, auf gewisse Art und Weise, als um die dänische Abteilung der Jugend Internationale. Wir haben Elemente von beiden im Paper auftauchen gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Abschnitte sozusagen auf beide verwendet wurden im Paper, aber da gab es auf jeden Fall Verknüpfungen und Verbindungen. Die dänische Abteilung spielt aber meiner Meinung nach eine untergeordnete Rolle in seinem Beitrag. Ich habe ein paar Fragen dazu, zur dänischen Sektion sozusagen, zur dänischen Abteilung der Jugend in der Internationale. Die Mitglieder, die nicht aus Kopenhagen waren, haben mit den radikalen prokommunistischen Mitgliedern gebrochen, die sich auf Kopenhagen konzentrierten, also die um Kopenhagen rum organisiert waren. Und ich habe mich gewundert, warum ist das so? Es ist ja nicht notwendigerweise immer so, dass große Städte oder Hauptstädte am radikalsten sind. Das ist manchmal so, aber nicht immer. Und ich bin da ganz unschuldig, was die dänische Geschichte angeht. Deshalb von meiner Seite diese Frage an dieser Stelle. Aus transnationaler Perspektive kann ich sagen, dass das Interessanteste war die Rekonstruktion der transnationalen Netzwerke zu einer Zeit, in der das sehr schwierig war, natürlich irgendwelche Netzwerkarbeit, ganz abgesehen von transnationaler Netzwerkarbeit, während des Ersten Weltkrieges durchzuführen. Die Rolle der skandinavischen Länder allgemein und der von Dänemark im Besonderen war wahrscheinlich sehr wichtig, denn sie waren ja vom Krieg nicht so sehr beeinflusst. Deshalb konnten sie die Koordinierungsrolle übernehmen und hier mehr Einfluss ausüben. Die Jugendgruppen sind oft die radikalen Elemente von bereits radikalen Bewegungen. Das ist nichts Neues. Der nächste Test für die dänische Jugend Internationale kam dann in der Mitte der 30er Jahre innerhalb der Radikalisierung der sozialen Internationale von 1935 bis 1935. Hatten wir fast eine Spaltung und die Schaffung einer internationalen Jugendföderation, eine rivalisierende Organisation. Wenn diese tatsächlich geschaffen worden wäre, in der Nähe des Londoner Büros, Amicale de Toulouse war eine Organisation, in denen südeuropäische Organisationen organisiert waren. Also dieses Thema der Radikalisierung der Jugend ist natürlich ein universelles Thema auf gewisse Art und Weise, könnten wir sagen. Aber ja, an dieser Stelle vielleicht mache ich dann mal weiter. Viel Zeit bleibt mir ja nicht mit dem nächsten Beitrag. Da ging es um die Tolstojaner, die Pazifisten. Diese Melange von radikalem Pazifismus, christlichem Sozialismus und Anarchismus. Also, das fand ich sehr inspirierend, sehr interessant, intellektuell gesehen. Die Verbindung zwischen Anarchismus und Christentum im 20. Jahrhundert ist ja nicht unbedingt so offensichtlich. Die meisten Historiker, die sich mit der religiösen Geschichte auseinandersetzen, würden sich nicht unbedingt mit den anarchistischen Bewegungen beschäftigen.
Du hast über christlichen Kommunismus gesprochen und die Bewegung des christlichen Kommunismus. Du hast dich auf die internationalen Verbindungslinien konzentriert. 1926, das Treffen in Oberammergau, das Gründungstreffen für die internationale Bewegung des christlichen Kommunismus. Das ist wirklich sehr interessant. Auch wenn man etwas über Oberammergau wüsste, würde man vielleicht nicht auf die Bewegung des christlichen Kommunismus kommen. Ich weiß nicht, was aus dieser Bewegung geworden ist. Vielleicht war es eine Totgeburt sozusagen. Ich wäre daran interessiert, wie viele Mitglieder hatte denn diese Bewegung der Tolstojaner und wie viele Sympathisanten gab es? Also wie viele Anhänger hatte die Bewegung? Gab es Ex-Bolschewiken oder Ex-Menschewiki oder sogar soziale Revolutionäre, die Teil dieser Bewegung der Tolstojaner waren oder nicht? Das wäre eine Frage, an der ich interessiert wäre. Willy Münzenberg selbst hat sich ja nie mit dieser Gruppe beschäftigt oder hat sie jedenfalls nie erwähnt. Weiß nicht, ob es damit was zu tun hat oder was es damit auf sich hat. Nun zum nächsten Beitrag. Lausanne oder ja, Moskau, der 10. Jahrestag der Oktoberrevolution, die Feierlichkeiten dazu. Vielleicht wäre es interessant, und ich weiß nicht, wie viele es tatsächlich gab, wie viele Feierlichkeiten, wie viele Gedenktage oder Jubiläen gab es denn. Aber der 10. Jubiläum wurde offensichtlich groß gefeiert. Und was besonders interessant war, es war ein Wendepunkt in den Beziehungen, also was die Unterdrückung der Opposition angeht, in Russland. Das ist natürlich aus vielerlei Gründen interessant. Einige Fragen, die ich mir gestellt habe. Du hast über die großen Treffen in anderen Ländern gesprochen, in Berlin, kleinere Treffen in Hamburg. Mich würde interessieren, gab es da Nicht-Kommunistinnen, die irgendwie ernsthaft involviert waren in diese Feierlichkeiten, in die Organisierung dieser Feierlichkeiten? Gab es dann ernsthafte Bemühungen, eine internationale kulturelle Front aufzubauen. In Moskau waren das große Feierlichkeiten, aber das für Moskau, von Moskau würde man das ja sogar erwarten. Wie sah das in anderen Ländern aus? Die ausländischen Delegierten hast du angesprochen, die UdSSR besucht haben. Gibt es da Zeugnisse, die sie abgelegt haben in den Wochen, Monaten danach, über diese Feierlichkeiten, also über ihren Besuch, über ihre Delegationsreise? Ich habe jetzt in deinen Literaturhinweisen nichts dazu gefunden auf Anhieb. Das würde mich interessieren. Es gab auch eine interessante Fußnote. Die war in der schriftlichen Version da. Du hast sie nicht vorgetragen, aber in deinem Beitrag habe ich sie gefunden. Die ArbeiterInnen, sind in der dritten Klasse nach Moskau gereist. Die Intellektuellen aus Südamerika beispielsweise sind in der ersten Klasse gereist. Per Schiff natürlich. Das sagt natürlich viel aus über die Situation, über die Lage damals. Ich habe mich gefragt, trifft das auf alle zu? Also auch Menschen, die nicht aus Südamerika gekommen sind, sind die auch Intellektuelle aus anderen Ländern, sind die auch in der ersten Klasse gereicht? Ging es da um die Klassenfrage sozusagen schon? Oder um Fragen der Klasse? Ich hätte noch ein, zwei weitere Fragen, aber aus Zeitgründen mache ich mal weiter mit dem Beitrag zu den jugoslawischen Freiwilligen im Spanischen Bürgerkrieg, den weiblichen Freiwilligen im Spanischen Bürgerkrieg. Ein zentraler Satz in deinem Beitrag war, auf Seite 14 im Beitrag, die Arbeit der Freiwilligen wurde nicht ausreichend erforscht. Denn sie sind komplex, die Äußerungen und die Zeugnisse, die darüber abgelegt wurden.
Da stimme ich mit dir überein. Ich denke, das stimmt. Ich weiß jedoch zufälligerweise ein paar Dinge über die weiblichen Freiwilligen und Teilnehmerinnen im spanischen Bürgerkrieg, die aus dem Ausland kamen, also nicht spanische Kämpferinnen. Dazu wurde noch nicht sehr viel geforscht, es gibt aber einiges. Es ist ein interessantes Thema an sich, aber es gibt mehr, als wir das manchmal annehmen und als manchmal gesagt wird. Ich könnte jetzt ein paar Hinweise geben sozusagen, aber das vielleicht an anderer Stelle. Ich habe auch die Tendenz festgestellt, die Methodologie als progressiver und als bahnbrechender bezeichnet, als sie tatsächlich ist. Vielleicht brauchen wir keine Wiederbelebung der Geschichte. Natürlich, wir haben natürlich vielleicht keinen Mainstream-Ansatz, was die Geschichtsschreibung angeht, aber da ist viel passiert in diesem Bereich in der letzten Zeit. Das heißt, ich sehe die methodologischen Innovationen, die du angesprochen hast, sozusagen, welche du sie bezeichnet hast, etwas skeptisch, muss ich sagen. Auch der Rückgriff auf die postmoderne Sprache, die du verwendest. Ich bin nicht sicher, und ich hatte Zugang zu dem Text, dass eure Methodologie tatsächlich dabei geholfen hat, die Frage der weiblichen Freiwilligen im Spanischen Bürgerkrieg ausreichend zu beleuchten. Jetzt bin ich schon über meiner Zeit von 600 Sekunden, aber ich möchte noch kurz etwas zum letzten Beitrag sagen. You say, if the first condition for promoting the idea of radical international solidarity was the actual establishment of a global network, wenn du sagst, dass es um ein globales Netzwerk ging und die zweite Phase darum, dieses globale Netzwerk dann dazu verwenden, ein globales Imaginarium auf Grundlage globaler Solidarität aufzubauen, das ist für mich ein zentraler Satz, zumindest Teil eines Satzes in deinem Beitrag. Außerdem, du würdest vielleicht nicht dieselbe Sprache verwenden wie ich, aber für mich war Münzenberg der Rupert Murdoch der Komintern auf mehr Arten als nur eine. Netzwerkarbeit. Für das globale Imaginarium auf Grundlage globaler Solidarität, das war ja Kern seiner Arbeit. Also Münzenbergs Arbeit. Von der Struktur her, vom Aufbau her, fand ich den letzten Beitrag am besten strukturiert. Aber vielleicht ist es etwas überfüllt. Also das heißt, du hast versucht, in wenig Zeit, in 20 Minuten, die dir blieben sozusagen, zu viel unterzubringen. Deshalb freue ich mich besonders auf dein Buch, wo du ja mehr Zeit hast, diese Sachen auszuführen. Die IHH hing von den Fähigkeiten Münzenbergs, also Propagandafähigkeiten und den Medien Münzenbergs ab. Okay, was wäre passiert, wenn der innovativste Geist der europäischen Linken in der Zwischenkriegszeit, in der Linken, die natürlich gespalten war und aufgespalten war in verschiedene politische Gruppierungen, wenn sie in den 20ern und 30ern zusammengearbeitet
hätten, und Münzenberg steht da an erster Stelle, und zwei weitere Persönlichkeiten könnten noch, könnte ich noch nennen. Den ersten mögen vielleicht nicht alle mögen, nämlich der flämische Sozialdemokrat Hendrik de Man. Bis 1934/35 hat er Propagandamethoden entwickelt, die sehr innovativ waren und die in etwa mit der Arbeit Münzenbergs übereinstimmten, zur selben Zeit, in etwa zur selben Zeit, obwohl die beiden gespaltenen Brüder nicht miteinander sprachen. Und der zweite ist ein Ex-Menschewik, ein ehemaliger Menschewik, Sachotin, vielleicht weniger bekannt, aber in den letzten Monaten oder in den letzten ein bis zwei Jahren der Weimarer Republik hat er einige innovativen Propagandatechniken entwickelt. In der hessischen Region, in verschiedenen Propagandakampagnen der Eisernen Front und der SPD. Er hat wirklich sehr viel gemein gehabt mit Münzenberg und dem Mann. So viel von meiner Seite. Vielen Dank. Okay, thank you. Unfortunately, I have to close the session. Leider muss ich nun dieses Panel schließen und die Fragen, die noch bestehen können, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden oder natürlich in persönlichen Gesprächen mit den Vortragenden.